Die Abwehr läuft das Spiel. Löw setzt im Zentrum auf den doppelten Friedrich. Und er hofft, dass es gut geht. Also Arne ist ein richtig sympathischer Kerl, der ein richtig guter Fußballer, der rechts und in der Mitte spielen kann. Das ist ein großer Vorteil von ihm. Und hat einfach die nötige Spielübersicht, die man braucht für einen Verteidiger. Und ist dynamisch im Antritt nach vorne. Und wir kommen gut miteinander klar, ohne Frage. Also sehr aufgeschlossen, würde ich sagen. Lacht sehr viel, sehr freundlich und eigentlich ein sehr angenehmer Zeitgenosse, mit dem man sich gut unterhalten kann, viel Spaß haben kann und der aber auch nicht verkrampft ist oder der nicht irgendwelche Ängste hat und der eigentlich ganz locker ist. Arne und Manuel Friedrich. Zwei, die sich offensichtlich bereits blind verstehen. Ja, ich denke, dass er ein hervorragender Innenverteidiger ist. Das hat er in den letzten Jahren auch schon gezeigt. Er ist sehr zweikampfstark, kopfballstark und deswegen, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Es ist sehr lustig, dass wir eigentlich derselbe Jahrgang sind, ungefähr genauso groß, genauso schwer und verwandtschaftlich nichts miteinander zu tun haben. Und ansonsten ist es, denke ich mal, ganz lustig zu sehen, wenn auf der Ausstellung zweimal Friedrich steht hinten.